Herzlich willkommen zurück hier. Wer hätte das gedacht? In Rapture Folge 29 dürfte das sein. Ja, ich hatte gerade Lust neben. Oh, genau so geht das. Neben. Neben. Dingsbums. Wie hieß es? Mann, Leute. Neben The Room ein bisschen was anderes auch aufzunehmen. Diese Big Daddies stinken furchterregend. Vielleicht könnte man das ändern. Aber die Little Sisters scheinen diesen Geruch zu mögen. Jetzt brauchen wir Rekruten. Wenn du ein Big Daddy wirst, gibt es keinen Weg mehr zurück. Aber Ryan sagt, keine Sorge. Rekruten finden ist kein Problem. Dieser Ryan ist ein guter Mann. Ja, neben der Room was anderes aufzunehmen und dann sowieso noch hier. Bioshock failed. Habe ich mir gedacht. Warum nicht? Und ich habe, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, was wir hier machen müssen. Ich weiß auch gerade die ganzen Tastenkombis nicht mehr. Ich frage mich nämlich gerade, wie ich das. Oh. Naja, fast. Wie ich das Inventar aufmachen kann, um die Ziele zu sehen, wenn ich mich recht erinnere. Suchen wir Teile für Big Daddies. Da wäre. Na komm. Einer werden wollen. Ich glaube, gezwungenermaßen wollen wir einer werden. Ach so, das ist der ganze Tonika-Blödsinn. Sie atmet noch. Das ist doch klar. Ich bin Gert. Du bist Ärger, Mann. Ich lasse sie mir von dir nicht erzählen. Was? Was hast du gesagt? Wer sagt was? Ach ja. Wen wir? Wie gesagt, ist länger her, dass ich das Ganze gespielt habe. Geht ja eh. Pepriegel. Om nom 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 nom. Aber da nicht in der letzten Episode schon, habe ich irgendwie das Gefühl. Oha. Bandagen, ja. Jeden Fall was. Ach so. Also wie gesagt, ich muss mich hier ein wenig orientieren wieder an der ganzen Geschichte. Schauen wir mal, was wohin geht's.
Ja, ich höre da schon wieder jemanden. Ich würde mal Explosivschrot sagen. Panzerbrechende MG-Patronen? Ja. Panzerbrechende Pistolenkugeln. Ich bleib mal auf den Splittergranaten. War das? Alte Schwede. Gut. Geht einmal auf die Antipersonenkugeln. Denn da haben wir noch mehr als genug. So. Kandidaten. Induktion. Ich hoffe, ich laufe nicht in die falsche Richtung, Leute. Oh, eben war die Map cool. Können wir dann noch reinschauen? Naja, schauen wir mal hier unten weiter. Oh, oh, so viele Autohacker. Autohacker. Wärmesuchende Panzer. Nee, panzerbrechende MG-Patronen so. Nee, da schauen wir nicht durch. Also nochmal zurück. Wir haben eh eine halbe Stunde Zeit, also von dem her. Haben wir gerade alles gemacht? Ja, falsch. Atlas ist ein Freund des Parasiten. Seien Sie kein Freund von Atlas. Ich bin kein Freund von Atlas. Drei Schalter und eine Eve-Spritze. Ah! Pheromonproben, okay. Cool, ich hatte das vorher angemacht. Voll, voll. Gatorers Gartenpheromonproben vielleicht. Da ist ja einer, ne? Ah, na, das Zirkus der Werte. Willkommen im Zirkus der Werte. Oh. Na super. Acht,
Ah, der? Cool. Finde die Einzelteile des Big Daddy's Anzug, ja. Ich höre schon wieder einen. Nur die Frage, wo höre ich ihn? Da? Ja. Oh, verdammt. So, einmal durchschalten wieder. Ja, gut, die Pistole werden wir jetzt eh nicht verwenden. Wir werden mit dem Dings anfangen da. Splittergranaten. Hey. Hallo. Aha. Glück muss man haben. Ja, wie gesagt, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hin soll am besten. Headshot. Wie es so schön heißt. Enzymprobe, die wird mir nichts helfen. Gehen wir mal da durch, dann nach links und dann nach oben. Nee, warte mal. Nee. So? Ja. Ui. Ja, ja. Hackers Delight. Eve Link, Eve Saver, Medical Expert, Hackers Delight 3. Voll, voll. Ach, sieh dich an. Du siehst genau aus wie diese. Was haben wir nur getan? Was haben wir? Jetzt die Stiefel. Stiefel. Natur. Ja. Alter Schwede. Ja, da kommt man eindeutig aus der Übung für lauter nicht spielen. Ich gehe jetzt mal auf die Schrottmaschine. So. Also gut. Schauen wir, dass wir da hochkommen. Da müsste eine Tür sein. Das Gesicht haben wir mittlerweile.
Alter Schwede. Warte mal, Gerät, ich muss nachladen. Teleportfächer. Ich verurteile dich nicht, ich hasse dich nur. Brauche ich da irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Ich höre da schon wieder jemanden. Ja, genau. Duff. Bist du denn des Wahnsinns? Explodiert da einfach. Wo gibt's denn sowas? Ich höre doch schon wieder jemanden. Wow! Alter Schwede. Schadenswahrscheinlich sind Schwächen ihres Gegners. Wrench, Jockey, Elektrohaut. Cool. Jetzt fehlen nur noch die Pheromone. Die findest du in der Little Wonders Educational Facility. Little Wonder Dingsbums. Erst zurück und dann die Stiegen hoch. Duff, 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 geil. Na, Schätzchen, da oben bist du. So, da ist die Tür. Ich habe keine Familie, ich habe kein Leben, brauche ich nicht. Ja, erzähl weiter, Frank Fontaine, ich höre dich sowieso gerade nicht. Ich habe das Gefühl, das Instrument mit langsam werden die Dings schlimmer. Der Altruismus. Oh, Mary, du siehst aus, als könntest du eine Aufrüttelung vertragen.
Nein. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mann oder ein Sklave? Bist du ein Mann oder eine Maus? Auf der Hinterseite ein netter großer Vater auf uns wartet. Das Ganze mal auf Deutsch zu übersetzen, Big Daddy. 10 Minuten. Haben wir ja noch in dieser Aufnahme. Da geht's hoch. Mal rüber schauen, aber wir wollen ja da rein. Halt die Fresse. Jetzt reicht's mir aber, Leute. Ach ja. Gib her den Scheiß hier. Ich weiß, warum es Kinder sein müssen. Aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen. Jawohl. Jetzt bist du ein Big Daddy. Bist du bereit? Dann geh jetzt zum Lüftungsschacht der Little Sisters bei den Proving Grounds. Also gut. Mir ist egal, was du glaubst, was du nicht glaubst, gib mir am Arsch vorbei. Hallo. Und bitte, es ist mir sehr wichtig, dass du mit den Kleinen behutsam umgehst. Ach, meine kleinen Mädchen. Dankeschön. Ja, ich habe so viel, verdammt viel Adam. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, also latschen wir hier weiter. Na komm, Schätzlichen. Auf geht's. Ach ja, 23 Minuten, 50 Sekunden und wir kommen noch weiter. Oh, Trainingsgelände. Ich freue mich, dass ich wieder zurück bin hier in Rapture. Ewig lang wird das Spiel, denke ich, nicht mehr dauern. Ich kann es auch nicht mit Bestimmtheit sagen. Ja, also ich weiß noch auch nicht, wann diese Folgen jetzt online kommen werden. Vermutlich eventuell nach The Room. Wir werden es sehen. Na, wo bist du? Was hat er gerade gesagt, der Mr. Dings? Ich würde gerne irgendwelche Behälter durchsuchen. Die
geben mir einen Zeitdruck vor. Ich bin soweit. Ja, dann geh. Hopp. Das ist ein normales Kind, ausschaut uns ja fast so. Gehen wir, Mr. Bubbles! Ja! Lachen kann ich auch. Irgendwas mit Verarschen hat er dir gesagt. Ja, ich bin hinter dir, Alter. Natürlich tue ich immer. Ich habe sonst nichts zu tun. Ich bin soweit. Ja, ich warte nur auf dich. Meiste Zeit. Na komm, Schätzchen. Gehen wir, Mr. Bubbles. Wo ist denn jetzt? Die ist voll mit Ebbe. Schau sie dir an. Obwohl sie eigentlich von ihrem Sammelzwang befreit wird, bringt sie Chance, mentale Manipulation wieder zu, mit ihrer schrecklichen Tätigkeit weiterzumachen. Sünde wie sie, kann kein Mensch mehr gut machen. Tja. Komm, gehen wir. Versuch's nicht. Ich sehe Elden, Mr. B. Ich bin soweit. Komm mit der Hand. Oh, spinnst du jetzt? Seid ihr total? Nein, hier ist niemand. Alter Schwede. Komm, gehen wir. Vorsichtig sein, kleines Mädchen. Ich bin soweit. Ja, ich bin schon immer soweit. Ich stelle mir auf etwas Schärferes um. Gehen wir, Mr. Bubbles. Ja, ich bin hinter dir. Hier nur von Vorteil sein, wenn wir so einen fliegenden Typ hinter uns haben. Ich bin soweit. Wo bist du denn? Ach, hier. Mit bestimmt Fleisch. Gehen wir, Mr. Bubbles. Oh, oh. Dann hätte ich Schrei, aber ja, wir sind gleich bei 30 Minuten, deswegen sage ich ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann.